Hallo Leute, in diesem Video möchte ich noch einmal den herrschaftsfreien Diskurs von Jürgen Habermas erklären. Ich hatte ja gerade ein Video über die Diskursethik zu Habermas gemacht und da kam aber nochmal die Frage des Zuschauers auf, ich sollte das doch mal erläutern, dass den herrschaftsfreien Diskurs nochmal genauer darlegen. Drum ist das Video nochmal zum herrschaftsfreien Diskurs nach Jürgen Habermas. Ist ja ein wahnsinnig verbreiteter Begriff, aber was heißt das eigentlich? Herrschaftsfrei, so im ersten Augenblick einfach locker diskutieren, ohne Beeinflussung. So genau natürlich nicht, denn Philosophen müssen es ja detailliert erfassen. Was heißt herrschaftsfreier Diskurs? Die Kommunikationspartner müssen nach Habermas gleichberechtigt sein. Gleichberechtigte Kommunikationspartner. Erstens. Ist an sich verständlich. Zweitens, sie müssen die gleiche Möglichkeit haben, sich zu äußern. Also nicht nur dieselbe Zeit, sondern auch dasselbe Sprachniveau. Sie müssen miteinander wirklich reden können. Sie müssen in der Materie drin sein. Es muss eine echte Diskussion zustande kommen. Es darf nicht der Herr Professor mit dem kleinen Assistenten reden, sondern es muss wirklich die gleiche Möglichkeit, sich zu äußern, da sein. Jeder muss das Potenzial dazu haben. Drittens, die Diskurspartner müssen symmetrisch sein. Das heißt, es müssen in gleicher Weise zueinander geordnet sein. Das muss ausgewogen sein. Es darf nicht sozusagen einer mit einem Mächtiger kommen, der mit einem Ohnmächtigen diskutiert. Sozusagen die Bundeskanzlerin nordet den einfachen Abgeordneten ein und sagt ihm, wie er jetzt abstimmen soll. Das wäre kein herrschaftsfreier Diskurs. Sie müssen symmetrisch sein. Und drittens, die Entscheidung fällt durch den Zwang des richtigen Arguments. Das heißt, es müssen Argumente entscheiden. Es muss eine Sachentscheidung gefällt werden. Nicht, weil ich Bundeskanzlerin bin, darum habe ich recht, sondern der Zwang des richtigen Arguments muss entscheiden. Das sind eigentlich diese vier Voraussetzungen. Gleichberechtigte Kommunikationspartner, gleiche Möglichkeit sich zu äußern, symmetrische Kommunikationspartner und die Entscheidung fällt durch den Zwang des richtigen Arguments. Das meint herrschaftsfreier Diskurs bei Jürgen Habermas. Und damit dürfte das auch einigermaßen klar sein. Ist ja nicht kompliziert zu verstehen, nur man sollte es vielleicht mal gehört haben. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, insbesondere dem einen, der das nochmal genau wissen wollte. Schaut euch mal das Video auch an zu meiner Diskursethik über Habermas. Das werde ich nochmal im Kommentarbereich bzw. Anmerkungsfeld unten verlinken. Das gehört jetzt natürlich zusammen, diese beiden Videos, wenn man das verstehen will. Und freue mich über Likes, Abonnements für den Kanal und sage, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich, wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, macht ihr sowieso in den Kommentarbereich schreiben zum Video. Also bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.